Hallo und guten Abend. Hier sind die Schlagzeilen des Tages von und mit Holger Lies. Ganz, ganz schnell durchs Wasser preschen. Das macht Spaß, zumindest wenn Sie das können. Könner waren am Wochenende am Start, zumindest auf dem Ems-Jade-Kanal, bei den 5. deutschen Meisterschaften im Kanu-Marathon-Rennsport. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Während der Nachwuchs noch trocken übt, stärken sich die Athleten für den 42-Kilometer-Marathon. Denn der erfordert viel Ausdauer und eine Menge Muskelschmalz. Das weiß auch der Bremer Karl Paufler. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Nicht nur das Boot wird präpariert, auch am Outfit wird letzte Hand angelegt. Getränke für die bevorstehende Durststrecke sind bereits abgefüllt. Kerstin Niklas, immerhin Dritte der Deutschen Meisterschaft 1992 und eine der diesjährigen Favoritinnen, gibt ihrem Boot den letzten Schliff. Während die ersten Kanuten zum Start fahren, geht es bei Kerstin Niklas noch um die Taktik. Man probiert doch immer, erstmal bei so einer langen Strecke doch zusammenzufahren. Und dann kommt es eigentlich im Endeffekt nur noch auf den Endspurt drauf an. Ja, und fühlen Sie sich heute gut vorbereitet? Jo. Endlich ist es soweit. Die Paddelei beginnt. Aus dem Emder Hafen heraus, vorbei an der malerischen Stadtkulisse, geht es in Richtung Aurich auf den Ems-Jade-Kanal. Mitten in der ostfriesischen Landschaft steht den Kanuten eine Herausforderung bevor. Dort müssen sie beweisen, dass ihre Boote nicht nur Paddel, sondern auch Beine haben. Raus aus dem Wasser geht es im Laufschritt erst einmal 170 Meter über Land. Die zweite von drei Stellen, wo die Athleten ihre Boote über unwegsames Gelände tragen müssen. Aber nicht nur das Umsteigen, sondern auch das Sitzen fällt schwer, wie Karl Paufler leicht erschöpft andeutet. Natürlich macht er weiter und will sich durchsetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Wesentlich frischer dagegen wechseln die Damen das Element. Trotz der müden Glieder und des schmerzenden Hinterns erreicht Karl Paufler schließlich als Sechster das Ziel. 3 Stunden und 37 Minuten hat er gebraucht. Tapfer ausgeharrt haben auch die Kampfrichter. Sie haben kaum noch Sitzfleisch, als Kerstin Niklas die Ziellinie passiert. Für sie hat sich die Strapaze gelohnt, denn sie geht aus diesem Wettkampf als deutsche Meisterin hervor. Sie hat nur 8 Minuten mehr gebraucht als der Bremer Paufler.